Er ist nicht dumm gewesen. Aber warum ist Leo der Zehnte wichtig für uns Schweizer geworden? Leo der Zehnte hat einen Freund in Milano, der Angst vor dem Franzose hatte. Weil 1515 François Premier de France, ein reicher Franzose, wollte Milano annektieren, weil er in Paris schon alles gekauft hatte. Er war chez Louis Vuitton, chez Hermès, il avait tout acheté. Et il voulait Prada, Versace, il voulait Milan. Maman, moi je veux Milan, écoute, je veux Milan. Et maman, mais alors si tu veux Milan, mais pars, mais je m'en fous, moi, prends-le. Er will Milano nach Frankreich bringen. Ein Freund von Leo der Zehnte. Hilfe, aiuto, aiuto, les Français, attention, les Français. Und Leo der Zehnte, kein Problem, ich habe die Schweizer. Hop, Schweiz, hop, Schweiz, hop, Schweiz. Apport, apport, apport. Schweizer, momentally. Weißt, die Franzosen, die sind 35.000, wir sind 150. Wir brauchen Hilfe, kein Problem. Alles, was ihr wollt. Und das erste Mal wurden 35.000 Schweizer nach Italien gebracht, zum Europa. Das erste Champions League auswärts. Meine Damen und Herren, 3 Punkte mehr, 10 Punkte. Das ist und Aui komme weg, Aui komme nach Milan, in San Siro praktisch. Alle sind da, François Premier kommt und sagt, bonjour les Suisses, moi j'ai une idée, est-ce qu'on pourrait trouver un arrangement? Je vous paye, vous me donnez Milan et au revoir. Die Berner, das ist gut. Wir haben Geld bekommen und zurückgegangen und die Schweizer, es kommt nicht in Frage, wir sind da. Es ist ja so, und fertig, Hiegelformation! 1515, meine Damen und Herren, es ging los, 2 Tage lang. Am ersten Tag sah es sehr gut aus für uns. Wir haben fast gewonnen, und am nächsten Tag, sie haben uns ein Penalty nicht gegeben. Und plötzlich, Ergebnis am Ende, also gewonnen haben wir nicht. Unentschieden ist auch nichts gewesen. Wir haben soeben verloren. Marignano, 1515, diese Narbe spüre ich noch in mir. Nicht zu Hause, vor allem wenn ich im Ausland bin.